Alle, die sich für das Projekt Kunst am Strand interessieren, müssen sich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Socken machen, denn der Weg zu den 7 Skulpturen deutscher Künstler ist weit. Zwischen den Strandabschnitten Samoa und Sansibar wurden die Skulpturen installiert. Die Kunst am Strand geht ins 4. Jahr. Die Idee ist gut, denn der Wind, das Meer und die Luft verändern die Kunstwerke stetig und täglich ein kleines bisschen. Die Ausstellung will erobert werden. Annette Kühl unternimmt jeden Freitag ab 18 Uhr mit allen Interessierten Spaziergänge zur Kunst am Strand. Bis Anfang Oktober bleiben die Skulpturen stehen.